Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Während sich die AfD noch im Ausschuss damit rühmte, das Thema Meisterpflicht auf die Tagesordnung zu setzen, zeigen Sie heute mit Ihrem Gesetzesentwurf, wie viel Respekt Sie vor dieser Tagesordnung dem Parlament haben. Denn einen Tag vor der Expertenanhörung im Ausschuss bringen Sie einen Gesetzesentwurf ein. So viel also zum Thema, wie sehr Sie Sachverständigenmeinungen schätzen. Ich meine, Sie hatten immerhin einen eingeladen, aber ich meine, Ihr Antrag ist auch schwach, nicht zielführend, und es wurde auch schon gesagt, es ist ein Schlag ins Gesicht der Unternehmerinnen, die in den letzten Jahren gewerkschaftet haben. Und deswegen lohnt es sich eigentlich auch überhaupt nicht mehr, darüber weiter zu reden. Ich will mich stattdessen eher den Fragen widmen, die das Handwerk wirklich umtreibt und die keine einfachen Lösungen brauchen. Ja, wir müssen das Handwerk und auch den Meisterbrief stärken. Und dafür brauchen wir verbesserte Rahmenbedingungen und vor allen Dingen die Förderung von qualitativ hochwertiger Aus- und Weiterbildung. Und diese Bildung muss wirklich allen zugänglich sein und gleichzeitig muss sie durchlässig zu anderen Bildungsebenen sein. Und das meine ich übrigens nicht nur hin von der betrieblichen auf eine mögliche akademische, sondern auch umgekehrt. Und dazu brauchen insbesondere kleine Unternehmen und kleine Handwerksbetriebe unsere Unterstützung. Gute Ausbildung und Aufstiegschancen steigern die Attraktivität des Handwerks für Auszubildende und Fachkräfte spürbar. Und hier mal ein paar ganz konkrete Beispiele und Vorschläge. Die Weiterbildung zur Meisterin, aber eben auch zur Fach- oder Betriebswirtin, sollte möglichst kostenfrei sein. Wir reden davon, dass Bildung kostenfrei sein soll, von Kindergarten bis Universität. Wenn wir die duale Ausbildung und Weiterbildung im betrieblichen Bereich stärken wollen, dann müssen wir auch diese Bereiche mit betrachten an dieser Stelle. Wir brauchen eine praxisnahe Berufsstudien- und Berufsorientierung an wirklich allen Schultypen, und dann klischeefrei, gleichberechtigt muss über Studium und Beruf, über duale Ausbildung in den Schulen informiert und gesprochen werden. Ein weiteres Problem ist die Abwanderung der Fachkräfte aus dem Handwerk. Noch heute verlassen 2/3 aller im Handwerk Ausgebildeten diesen Bereich und gehen in die Industrie. Was wir brauchen, und Herr Ernst sprach es an, ist das Thema bessere Löhne. Wir brauchen eine höhere Tarifbindung, und auch die Entsenderichtlinie muss entsprechend umgesetzt werden, dass regional- und branchenspezifische Tarifverträge eben nicht mehr unterlaufen werden. Die Wiedereinführung der Meisterpflicht führt nicht automatisch zu einer gesteigerten Ausbildungsneigung. Und die abgewanderten Fachkräfte, die jetzt leider schon weg sind, die werden wir auch nicht mehr zurückgewinnen können oder vielleicht nur sehr schwer. Und die Ursachen sind übrigens auch von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich. Und die Entwicklung begann nicht erst 2004, sondern die sinkenden Ausbildungszahlen, das begann auch viel früher. Und wirklich, es ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Und deswegen hier einmal mit dem Rasenmäher rüberzugehen und sagen, eine Lösung, das ist es, kommt dem Thema nicht, ist dem Thema nicht gerecht. Die Meisterpflicht wird auch gerne als die Lösung präsentiert, die Anzahl der Solo-Selbstständigen einzudämmen. Ich will jetzt erstmal sagen, solo-selbstständig zu sein, ist per se nichts Schlechtes. Was schlecht ist, ist das Thema Scheinselbstständigkeit. Aber grundsätzlich allen Solo-Selbstständigen zu unterstellen, dass sie in dieser Falle stecken, wird den Menschen, die da arbeiten, nicht gerecht. Und auch die jetzigen Solo-Selbstständigen, die bleiben es ja. Wir wollen ja einen Bestandsschutz, da sind wir uns ja einig. Was wir brauchen, um die Situation dieser Gruppe zu verbessern, insbesondere der Niedrigverdienenden, ist die Frage, wie sie in die Sozialversicherungssysteme besser reinkommen, dass sie eben nicht so hohe Beiträge haben, dass es für sie erschwinglicher ist. Das ist doch die Frage. Und übrigens, das ist auch ein Beitrag zur Schaffung eines Level Playing Fields in der Branche. Und dann haben wir außerdem noch das schwelende Problem der Abgrenzung zwischen den verschiedenen Bereichen, zwischen Industriebereichen, zwischen Handwerksbereichen, zwischen meisterpflichtig, nicht meisterpflichtig. Nur mal ein Beispiel, ob Sie Cupcakes oder Crepes herstellen wollen, macht einen Unterschied. Für die Cupcakes brauchen Sie einen Meisterbrief, für Crepes brauchen Sie den nicht. Wir haben hier häufig Probleme, dass Branchen und Tätigkeiten so dicht beieinander sind. Und dieses Problem werden wir mit der Meisterpflicht auch nicht lösen. Um es noch mal deutlich zu sagen, das Thema ist kompliziert und es gibt viele Nebenwirkungen. Wir müssen die Ausbildung, wir müssen das Handwerk und den Meisterbrief stärken. Aber dazu braucht es mehr als nur einen Zwangsmeister. Wir brauchen die kostenlose Ausbildung, wir brauchen eine bessere Unterstützung und wir brauchen mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem. Vielen Dank. Jens Köppen, CDU/CSU, der nächste Redner.